Dominik, ja moin. In diesem Video geht's um Forklift 3 oder wie ich es sagen würde, der Total Commander für den Mac. Immer in meinen Videos seht ihr hier unten das Symbol für Forklift und ja, ich nutze es schon seit vielen Jahren und jetzt komme ich endlich mal dazu, ein Video zu machen. Und wer dieses Video kurz nach dem Erscheinen anschaut, das steht unten als Datum, auch wann ich das Video hochgeladen habe, der findet in der Videobeschreibung noch einen Code, wo ihr 50% Rabatt auf Forklift bekommt, falls ihr es über die Testphase nach dem kostenlosen Herunterladen länger nutzen möchtet. Was kann Forklift? Ihr seht schon, ich habe es hier im Dark Mode offen. Das ist jetzt neu in der Version 3. Gefällt mir persönlich besser. Ich kann das auch umstellen. Wem das Helle besser gefällt, der kann hier auf Weiß umschalten. Ich mag es lieber dunkel. Das gefällt mir ganz gut. Wenn ich in den Einstellungen bin, bleiben wir ganz kurz hier. Denn ich habe auch den neuen Forklift Mini in der Menüleiste hier oben gestartet. Was der alles kann, das zeige ich euch nachher. Die Favoriten, wenn ihr Forklift wie ich zum Beispiel auf dem Mac Pro oder auf dem MacBook nutzt, kann man das Ganze synchronisieren, leider nur über Dropbox. Hier würde ich mir wünschen, an den Hersteller vielleicht ein kleiner Tipp, baut doch WebDAV mit ein, so kann ich es ohne Drittanbieter-Cloud über meine eigene Cloud, also zum Beispiel mein NAS, synchronisieren. Denn ich kann ein Kennwort vergeben und das Ganze verschlüsseln, aber wenn es bei mir liegt, gefällt es mir noch viel besser. Kurzbefehle kann ich hier auch festlegen für den Commander, für den Finder möchte ich jetzt an der Stelle nicht. Und die Richtlinien kann ich ebenfalls in den Einstellungen schon festlegen, dass ich zum Beispiel beim Ersetzen nicht jedes Mal gefragt werde, sondern es soll übersprungen werden, gefällt mir nicht. So wie es ist, ist es ganz gut, denn manchmal möchte ich ja ersetzen, manchmal möchte ich zusammenführen und so weiter. Eine Bandbreitenbegrenzung kann ich ebenso festlegen und gleichzeitige Verbindungen bzw. gleichzeitige Übertragungen. Mehr will ich an der Stelle in den Einstellungen gar nicht tun. Schauen wir uns die App mal an. Wie beim Total Commander, auf der linken Seite habe ich einmal ein Fenster und auf der rechten Seite habe ich ein Fenster. Man sieht, es ist Forklift ist nicht nur, wie viele es vielleicht immer darstellen, ausschließlich FTP, SFTP, sondern tatsächlich auch ein Dateimanager. Und dafür nutze ich es ganz gerne, zum Beispiel zum Synchronisieren. Ich habe hier einen Ordner Fotos, der befindet sich auf Home Fotos, sprich auf meinem NAS. Und ihr seht schon, unter Freigaben wird das NAS auch angezeigt, meine Diskstation inklusive der Freigaben darunter. Und wie viel frei ist, also 15,6 Terabyte sind hier noch frei auf meiner Diskstation. Und ich möchte von dieser Diskstation Fotos in meinen Home-Ordner auf dem Mac in Bilder, in Fotos das Ganze synchronisieren. Dann kann ich hier auf den Synchronisier-Button klicken, also Fotos auf der Diskstation, in Fotos auf meinem Mac. In beide Richtungen möchte ich das haben oder nur von links nach rechts, also Fotos Diskstation zu meinem Mac oder eben von der Diskstation zurück. Ich möchte in beide Richtungen. Objekte möchte ich hinzufügen, die es noch nicht gibt. Und ich möchte Objekte aktualisieren mit älterem Datum. Lassen wir das erstmal synchronisieren, dass wir sehen, was passiert. Hier oben übrigens die Statusanzeige. Da könnte ich das Ganze pausieren oder nochmal abbrechen. Gerade wenn hier viele Aktionen stattfinden, ist das ganz sinnvoll. Gerade mit dem Pausieren hatte ich schon öfter mal gebraucht. Und damit ist der Initial-Sync abgeschlossen. Das war es aber noch nicht, denn jetzt möchte ich das Ganze wieder synchronisieren in beide Richtungen. Eine Korrektur des Zeitversatzes möchte ich nicht. Und ich möchte das Ganze sichern. So kann ich in meinen Favoriten, nämlich in den Gruppen, ich habe jetzt noch keine Gruppe, Foto-Sync NAS das Ganze nennen. Und habe jetzt in meinen Favoriten, wie man hier auf der linken Seite sieht, den Fotosync NAS. Und würde ich jetzt hier einmal Forklift schließen, kann ich es auch über Forklift Mini synchronisieren lassen. Das heißt, der Forklift Mini läuft hier die ganze Zeit im Hintergrund, hier in meiner Mac-Menüleiste. Forklift habe ich jetzt nicht offen. Trotzdem kann ich mir so einen Sync beispielsweise hier oben hinlegen und das über Forklift Mini synchronisieren lassen, ohne dass es läuft. Löschen wir hier mal ein paar Objekte, synchronisieren das. Und man sieht, es wird wieder hinzugefügt, da es ja in beide Richtungen geht, ebenfalls mit der Statusanzeige hier. Das ist also eine Ordner-Synchronisation in dem Dateimanager, das reicht aber noch nicht. Denn ich kann beispielsweise auch das Ganze umbenennen mit dem Multi-Rename-Tool.
Ich gehe jetzt mal hier auf die linke Seite, dass die markiert ist. Man sieht es auch so schön. Hier ist jetzt Fotos markiert und nicht mehr rechts, wo in dem Fenster, wo wir aktiv sind, also links. Und sage jetzt Command A, Befehle, 37 Objekte umbenennen. Dann bekomme ich hier jetzt eine Auswahl. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Ich mache das mal weg. Und zwar möchte ich umbenennen, nicht den gesamten Text, sondern zum Beispiel das erste Vorkommnis von DSC. Man sieht, was rechts passiert nachher. Er entfernt das und ersetzt es mit dem Text, den ich möchte. Bild beispielsweise, Unterstrich. Den Kasus kann ich ebenfalls beachten lassen, füge jetzt aber ein weiteres hinzu und möchte nun das Datum hinzufügen. Und zwar möchte ich es anwenden für den Namen. Das Datum ist erstellt, also wann wurde die Datei erstellt. Und ich möchte das Format, das Jahr vierstellig, minus Monat, Monat, minus Tag, Tag. Die Position soll nicht am Ende sein, sondern am Anfang. Und ich möchte ein Suffix haben von einem Unterstrich. Und dann sieht das wie folgt aus. Ich habe jetzt 2018-04-15 Unterstrich. Jetzt kommt meine Ersetzung von DSC in Bild und die laufende Nummer von der Kamera, wie es eben die Kamera nummeriert hat. Ich könnte das jetzt umbenennen oder zu meinen Favoriten hinzufügen. Bilder umbenennen, wie auch immer ich das betitle. Ich mache es jetzt der Einfachheit halber mal so und füge es hinzu. Und mach mal Abbrechen. Und jetzt markiere ich mir diese Bilder auf der rechten Seite auf meinem Mac, klicke auf Bilder umbenennen, bekomme erstmal hier wieder die Ansicht, damit man sieht, wie es aussehen wird und sage umbenennen. Und schon sind meine Bilder umbenannt. Das möchte ich jetzt aber nur für einen Teil machen. Klicke wieder auf Bilder umbenennen und sage umbenennen. Und ihr seht, es funktioniert genauso für den Teil, wie ich es haben möchte. Das gleiche könnte ich jetzt auch für Ordner machen, damit beispielsweise einem Ordner das Datum der Erstellung der Bilder hinzugefügt wird. Als Beispiel soll das für das Multi-Rename-Tool jetzt mal reichen. Jetzt haben wir hier Änderungen vorgenommen. Das Ganze lassen wir jetzt mit Forklift Mini einmal synchronisieren. Und man sieht, er synchronisiert beide Seiten, dass die Inhalte wieder stimmen. Klar, es sind jetzt mehr geworden, so soll es auch sein. Und das war es auch schon. Jetzt sind beide Seiten wieder synchron. Kommen wir zu den Favoriten. Ich habe hier noch nicht viel. Jetzt kommt nämlich die klassische Möglichkeit, Favoriten einblenden, dass ich mir hier eine neue Verbindung FTP-SFTP anlegen kann. Ich klicke hier unten auf das Plus, neuer Favorit oder eben neue Gruppe, das wäre die Gruppe, die wir vorhin gesehen haben. Wenn ich jetzt für Sync beispielsweise eine Gruppe haben will oder für Umbenamungen, dann kann ich mir das mit Gruppen hier wunderschön unterteilen, besonders wenn ich viele Vorlagen habe oder Favoriten. Ich möchte jetzt mal einen neuen Favoriten. Und das Ganze nenne ich FTP Webseite Dominik. Dann wähle ich das Protokoll aus und jetzt kommt eine ganze Menge an Protokollen. Ich kann mit SFTP, FTP oder FTP TLS zugreifen auf meinen Webserver. Vermutlich ist es immer FTP, aber ich kann auch WebDAV nutzen. Und da möchte ich euch ganz kurz was dazu sagen. Im Support kam es bei mir zweimal vor, dass bei einem einzigen Mac eine WebDAV-Verbindung zu einer Diskstation nicht hergestellt werden konnte. An einem anderen Mac funktionierte es jedoch. Das heißt, es liegt offenbar nicht an der Diskstation. Und ich sage euch, was passiert, wenn ihr bei Synology einen Fall aufmacht. Es passiert Folgendes. Sie testen es mit einem Drittanbieter und sagen euch, hey, es liegt nicht an der Diskstation, sondern an eurem Finder. Und dem ist tatsächlich so. Denn wenn ihr an diesem Mac, wo es nicht funktioniert hat, eine WebDAV-Verbindung oder eine WebDAV-HTTPS-Verbindung aufbaut, wie ich zum Beispiel 10.1.1.60, klappt das mal aus, denn es ist nicht der Port 443, sondern 5006 bei mir, sichere das, dann wird das funktionieren. Das heißt, jetzt zwar FTP-Webseite ist es gerade nicht. Und wenn es dann funktioniert, wisst ihr, okay, mit einem Programm, welches das WebDAV-Protokoll korrekt implementiert hat, wird es funktionieren. Es liegt also offenbar an meinem Rechner, an meinem Finder. Blenden wir wieder die Favoriten ein, bearbeiten das und wie gesagt, ich könnte hier jetzt auch FTP machen, mir das rudimentär anzeigen oder ich kann es mir ausführlich anzeigen, den Passivmodus verwenden, ich kann das Kennwort jedes Mal abfragen lassen oder hier speichern, den Pfad vorher eingeben und das als Favorit sichern. Klar, das funktioniert, wie gerade schon gesehen, auch mit WebDAV, allerdings auch mit Amazon S3, Backblaze, Google Drive und Rackspace. Warum erwähne ich das?
Nehmen wir mal wieder das WebDAV als Beispiel, weil ich kein Amazon S3 gerade habe. Ich sichere mir das nochmal und habe es jetzt auch im Forklift Mini. Und das ist das Wichtige. Ich kann es als Laufwerk mounten. Das ist ganz wichtig. Wenn ich es als Laufwerk mounte, muss ich zunächst mal Fuse für macOS herunterladen. Das ist kostenfrei. Aber jetzt kann ich nämlich mit Programmen, die es nicht mögen, über eine FTP-Verbindung, über eine WebDAV-Verbindung, über Amazon S3 extern auf etwas zuzugreifen. Mit diesem Programm nehmen wir TextEdit oder auch die Microsoft Office auf dieses Laufwerk zugreifen. Das ist ziemlich intelligent in der Hinsicht, weil ich das Programm damit in Anführungsstrichen austrickse und ihm ein lokales Volume vorgaukle. Und dann funktioniert der Zugriff da hervorragend. Als Beispiel: Word legt versteckte Dateien an, wenn ich ein Word-Dokument eben erstelle und speichere und bearbeite gerade. Das funktioniert gut auf lokalen und SMB und AFP-Volumes. Überhaupt kein Ding. Aber es wird schlecht funktionieren, bis gar nicht auf WebDAV. Da wird es immer wieder zu korrupten Word-Dokumenten führen. Funktioniert allerdings, wenn ich es als Laufwerk mounte. Ich werfe das nochmal aus und lösche diesen Favoriten nochmal. Der gefällt mir jetzt nicht. Wir legen jetzt nochmal einen Favoriten hier an. Favoriten einblenden. Ich erstelle mir einen neuen Favoriten. Den nenne ich WebDAV Dominic Disk Station. Das ist WebDAV HTTPS 10.1.1.60. Dann den Dominic, mein Kennwort auf der Disk Station und 5006. Und wichtig, der lokale Pfad ist Home. Das heißt, mein Heimatverzeichnis, mein Benutzerverzeichnis auf der Diskstation. Sichere das Ganze und verbinde mich. Jetzt befinde ich mich in meinem Home-Verzeichnis. Und das Tolle ist, ich habe es auch hier oben in meinen Favoriten und kann es jetzt einerseits als Laufwerk mounten, hatten wir gerade, in Forklift öffnen oder als Droplet öffnen. Das heißt, jetzt läuft Forklift bei euch nicht im Hintergrund. Ihr öffnet das als Droplet und zieht einfach nur Dateien hier rein, erlaube den Zugriff einmalig auf den Schlüsselpunkt oder immer erlauben und es werden die Bilder hochgeladen bzw. die Dateien in mein Home-Verzeichnis hochgeladen. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, in mein Home-Verzeichnis auf der Diskstation, sind diese Dateien auch tatsächlich da. Versuchen wir das mit noch mehr Dateien. Und da sind sie, ganz von alleine, hochgeladen, ganz klar. So kann ich mir also ein Droplet über Forklift Mini öffnen, um schnell etwas hochzuladen. Das muss jetzt nicht WebDAV sein, das kann auch FTP sein oder sonstiges. Jetzt lösche ich erstmal die Bilder wieder, um keinen Müll hier zu haben. Und wie ihr seht, ich lasse mir versteckte Dateien anzeigen. Das funktioniert auf der Diskstation genauso wie hier auf meinem Mac. Ausschalten kann ich das Ganze über Darstellung, versteckte Dateien ausblenden oder anzeigen, alternativ hier über die Menüleiste. Das ist die Ansicht wie im Finder und das wäre jetzt mit den versteckten Dateien auf meinem Mac. Gleiches auf der Diskstation, versteckt und angezeigt. Was ich auch cool fand, was ist allerdings ziemlich versteckt das Ganze, in Forklift 3 kann ich auch Programme inklusive diese Reste deinstallieren. Das heißt, ich brauche jetzt keine App mehr, um etwas zu deinstallieren. Ich gehe jetzt mal auf meine Macintosh HD, auf meine Programme und ich möchte jetzt beispielsweise Clean My Mac 3 deinstallieren, weil das läuft nicht mehr. Ich müsste jetzt ein Upgrade kaufen. Sage also, rechte Maustaste in Papierkorb legen oder alternativ einfach Command und Backspace zum Löschen. Dann sagt er hier schon Programmentferner. Und es wird alles aufgelistet. Ich kann es auch abwählen, wenn ich möchte. Und damit ist das Programm sauber deinstalliert. Probieren wir das Ganze mit dem App-Cleaner, den ich vorher extra dafür hatte. Einmal Command und Backspace. Und auch das möchte ich in den Papierkorb legen. Und schon habe ich das Programm damit deinstalliert. Na klar, kann ich auch einfache Übertragungen machen, nicht nur Synchronisation. Auf der rechten Seite möchte ich mir jetzt mal mein WebDAV öffnen, mein FTP öffnen, was auch immer. Und auf der linken Seite öffne ich mir einmal die Bilder hier und ziehe, hier lösche ich die Bilder einmal per WebDAV weg, ziehe sie mir wieder rüber und spiele das Ganze jetzt via WebDAV auf
meine Diskstation oder über FTP auf meinen FTP-Server. Das war's auch schon. Der Fortschritt hier, das ging relativ fix. Und wie ihr seht, ich habe hier auch eine Vorschau, die sich übrigens auch ausblenden lässt, wenn ich die rechts nicht haben möchte. Die Symbolleiste kann ich auch anpassen, wie üblich beim Mac. Wer da also was anderes haben möchte, einfach hier anpassen, wie man will. Gleiches gilt für die Seitenleiste und die Favoriten inklusive der Favoritengruppen. Und wenn ich eine Schnellverbindung haben möchte und das eben nicht in den Favoriten speichern will, dann habe ich hier den Blitzbutton sozusagen und könnte mich auch spontan mit einem Server, mit einem FTP-Server, WebDAV-Server, was auch immer verbinden, ohne dass ich das zu den Favoriten hinzufügen müsste, könnte es aber auch über diesen Weg. Gehe ich auf Ablage, im Terminal öffnen und eröffnet mir das Ganze im Terminal. Lassen wir uns den Pfad anzeigen, PWD, ich bin in Users, Dominic, Pictures, Fotos, genau wie hier Dominic. Jetzt die lokale Anpassung, Bilder, Fotos, passt also. Ich könnte mir also jeden Pfad auch ganz schnell im Terminal öffnen. Auch hier ist ein Shortcut hier oben hinterlegt. Und nun kommen wir mal zu den Ansichten. Klar, wie im Finder kann ich mir das Ganze hier anders anzeigen lassen, sollte ich das wünschen. Mir gefällt die Ansicht hier am besten. Und ich kann mir die jetzige Ansicht, wie ich sie habe, links Dominic Bilder Fotos, rechts WebDAV Diskstation Home Fotos auch als Workspace sichern. In den Favoriten nenne das Ganze Bilder WebDAV Diskstation. Und so kann ich die Ansicht, die ich jetzt habe, wenn ich beispielsweise hier jetzt mal auf mein Home gehe und auf der rechten Seite gehe ich einmal in Foto, dann klicke ich jetzt auf Bilder WebDAV und schon wird mir die Ansicht, wie ich sie gerade hatte, wieder hergestellt. Kann ganz sinnvoll sein, wenn ich produktiv und häufig mit Forklift arbeite, so wie ich es zum Beispiel tue. Das ist so eine kleine Übersicht über Forklift und was ich damit tue, was es alles kann. Es ist nämlich nicht nur ein SFTP-Client, wie viele es dafür brauchen. Wie gesagt, Forklift 3 könnt ihr kostenlos einerseits testen und wer dieses Video zeitnah anschaut, bekommt sogar 50% Rabatt auf den Einkaufspreis. Alle Details dazu in der Videobeschreibung und auf meiner Webseite. Ich möchte mich dafür bedanken, dass der Hersteller Binary Nights sich dazu bereit erklärt hat, für meine Zuschauer hier den Rabatt bis zum 9. Juni 2018 zu gewähren. Bei euch bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.